So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Armored 3 Exile Video. Und zwar sind wir jetzt mal auf dem neuen Server, beziehungsweise ich bin gerade allein unterwegs, warte noch auf Maki und später noch mein Bruder und Cousin. Und zwar sind wir auf dem Immersive, wie auch immer man den ausspricht, Server. Tanoa Map sieht sehr geil aus. Karte gefällt mir richtig gut. Auch so die Landschaft, alles so ein bisschen zugewachsen. Die Häuser werdet ihr nachher noch sehen. Verbarrikadiert und Straßensperren und einfach noch ein bisschen mehr so postapokalyptisch. Und hier gibt es auch die Zombies, die Ryan Zombies, und bringen, finde ich, eine ganz nette Gelegenheit rein oder beziehungsweise eine ganz nette Abwechslung. Nerven natürlich manchmal ein bisschen, es ist wie man es kennt, wenn sie nicht da sind, fehlen sie, wenn man sie hat, nerven sie. Da hinten sehe ich gerade Rauch aufsteigen, das heißt, da ist ein abgestürzter Helikopter. Da könnten wir jetzt gleich mal uns auf den Weg hin machen. Ich werde mir mal ein Fahrzeug holen. Ich werde noch auf jeden Fall ein genaueres Video machen. Vielleicht wieder so einen kleinen Trailer, wie ich ja schon mal gemacht habe. Um den Server auch vorzustellen. Weil der eigentlich richtig geil ist. Und ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, ich kann erst den Golf. Okay. Ich gedacht, ich kann mir jetzt schon so ein UAZ holen. Aber da fehlt mir noch Respekt. So, jetzt haben wir den hier. Der Server ist relativ schwierig, also man findet hier erstmal nicht so die krassen Waffen. Also man wirklich erstmal am Anfang rennt man erstmal mit der Shotgun, mit der Pistole rum, um sich eben gegen die Zombies wehren zu können. Haben jetzt so ein bisschen Geld, ich will noch ein Duct Tape kaufen. Und auch, man kann hier nicht direkt so die OP-Waffen kaufen. Und es ist ziemlich krass, also ich habe jetzt hier 7k Respekt und wir können ja mal reingucken, wenn man so auf die anderen Server geht, da hat man dann relativ schnell alles zusammen. Hier, ich kann gerade mal die Lee Enfield kaufen, hier fehlt schon 2723 Respekt für eine CZ550, was jetzt ja auch nicht so krass ist. Das wiederum gleichzeitig macht es sau interessant wiederum. Also wir hatten einen anderen Server, der ist ganz okay, also man findet auch, keine Frage, man findet die ganzen Items und Waffen eigentlich viel zu schnell. Ist dann aber okay, wenn man ein bisschen PvP machen möchte. Hier geht alles ein bisschen mehr in Richtung eben wieder Survival. Man kriegt auch relativ schnell Hunger und Durst. Und natürlich findet man dann auf der Karte hier in der Nuklearzone geile Sachen. Aber da brauchst du eben eine Gasmaske, die findest du wiederum nicht an jeder Ecke. Und die ist relativ groß, die Map. Und auch eben so richtig wie ein Dschungel. Das werdet ihr nachher auf jeden Fall noch sehen. Und der Server ist gerade im Aufbau. Also noch nicht ganz so viel los, aber das ist ganz cool am Anfang, um ein bisschen reinzukommen. Ja, und ich will jetzt gar nicht so weit quatschen. Wenn ihr Fragen zum Server habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, möchte ich auf jeden Fall noch einen Trailer oder irgendwas machen, um den Server richtig vorzustellen mit allen Features und sowieso. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg dorthin. Mich macht der ein bisschen nervös hier, dass der gerade hier so umherfährt und eigentlich dem so mehr oder weniger langweilig ist. Ich habe Schiss, dass der mir nachher hinterher fährt und mich abfahren möchte. Jo, dann machen wir es mal auf die Socken, hätte ich gesagt. So, also wenn wir hier durch die Städte durchfahren, ihr seht es halt gleich, es ist alles so verwuchert. Die Straßen sind voll mit Autofracks und Straßenbarrieren und es erschwert dann auch dann schon das schnelle Durchkommen und nice. Typisch Armer. Mal wieder. Bin in der Nähe von der Trader Zone und muss jetzt hier das Auto reparieren. Ich habe mich eh schon unwohl gefühlt, hier gerade wegzufahren. Das ist natürlich wieder scheiße. Das delikate Problem bei der Sache ist, wenn die Zombies hier näher kommen, ich kann ja, wenn ich mich einmal bewege oder einmal schieße, dann kann ich jetzt ernsthaft nicht hier drüber. Ich raste aus. Das ist ja. Und das Problem, die schlagen auch mein Auto. Da habe ich jetzt gerade echt keinen Bock drauf. Muss ich jetzt hier so mies außen rumfahren. Also die Zombies, sobald man im Kampf ist, kann man sein Auto nicht weiter reparieren. Und sobald die Zombies mal anfangen und hier am Start sind. Ah, ich raste aus, Mann. Was denn? Das war eine Scheiße. Meine Güte. So, das ging auch wohl daneben. Ich habe auch gerade gehört, dass hier in der Nähe geschossen hat.
Heißt nicht unbedingt, dass der jetzt feindlich ist, aber man weiß ja nie. Auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, die Zombies spawnen instant. Dann muss ich einen erschießen, dann bin ich im Combat, dann muss ich... Er schießt immer noch, wahrscheinlich auf Zombies. Dann muss ich wieder warten, bis ich aus dem Combat bin. Dann muss ich wieder einen Zombie töten. Also, das ist noch eine Sache, muss man vielleicht mal als Feedback geben, dass es nicht ganz so toll ist. Oh mein Gott. Also, Zombies sind hier schon relativ viel unterwegs. Und die spawnen hier auch gerade extrem schnell. Eigentlich in meinen Augen wieder schneller als dem letzten. Ich weiß nicht, ob sie da was geändert haben. Seht ihr das? Alter Falter, wie viele Zombies hier auf einmal sind. Ich wollte jetzt eigentlich kurz da hoch und mir das angucken, wie es da aussieht, aber es ist halt, ich habe jetzt nichts zum Tragen dabei. Mein Auto steht da hinten, zerschossen des Zorns. Ich kann es nicht reparieren, weil da instant Zombies rauskommen. Jo. Gucken wir mal, was jetzt hier auf mich wartet. So, da vorne ist das abgestürzte oder brennende Fahrzeug oder was es ist. Es müssten da theoretisch noch irgendwo NPCs sein. Ich befürchte unter Umständen, dass die mich wahrscheinlich sogar schneller sehen als ich die. Aber es ist natürlich schon ein richtig hartes Pflaster hier. Da ist eine Kiste. Da hinten ist der erste NPC, okay. Wir versuchen uns hier mal in Stellung zu bringen. Ihr braucht gar nicht versuchen, euch hinter den Bäumen zu verstecken. Das habe ich schon des Öfteren probiert und funktioniert leider nicht. Und deswegen ist jetzt hier eigentlich relativ wenig Deckung. Ich weiß auch nicht, wie viele NPCs hier am Start sind. Da hinten ist das Nukleargebiet, also das verstrahlte Gebiet. Oh, Schüsse. Das meinte ich. Und die schießen hier halt auch gnadenlos durch die Bäume, also durch die Gebüsche und Baumkronen und was weiß ich. Das ist richtig haarig. Mich sifft es auch gerade mit dem Auto schon ein bisschen an, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt hier zu Ende bringe und die NPCs cleare, habe ich nichts zum Transportieren. Also, und da 50 Zombies hinter mir her. Meine Fresse. Die spawnen ja nicht mal, wenn ich hier nicht mehr in der Nähe bin. Also da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Balancing gefragt. Ich weiß nicht, ob das so krass von den Serverbetreibern gewollt ist. Hardcore ist ja natürlich gut und schön und ist er natürlich auch, aber ja, man kann es dann auch übertreiben irgendwann. Und das sind dann auch meistens leider die Server, die dann auch schlecht besucht sind, weil es einfach zu schwer ist für die ganzen Casual Player, wie ich es eben auch bin. Dann stehen sie alle da wie angegossen, also wie bestellt und nicht abgeholt. Ich würde jetzt gerne zu meinem Fahrzeug gehen und reparieren, aber dieses Gefühl, dass das nicht so einfach funktioniert. Ich werde nochmal einen Anlauf starten. Wo stand es? Ich glaube hier. Ich befürchte nur, bis ich dann wieder dorthin gelaufen bin, in dem Fahrzeug, spawnen schon die Zombies wieder. Und stören mich dann beim Reparieren. Ich muss jetzt auf jeden Fall schnell anlocken. Direkt in den Fahrersitz rein und schnellstmöglich versuchen zu reparieren. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es zeitlich funktioniert. Mit dem Tritt dagegen ist es repariert. Ich werde jetzt aber erst nochmal die Trader City fahren, mir nochmal Duct Tape holen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich direkt wieder irgendwo dagegen fahre und der Golf einen Platten kriegt. So, ich habe meinen Plan jetzt geändert. Ich werde mich zu einer Mission bewegen. In der Hoffnung, dort ein bisschen einfach an das Loot ranzukommen und hoffentlich mit dem Fahrzeug überhaupt dort heile hinzukommen. Oh Gott, die Bremsen. Meine Fresse. Ja, es ist tödlich, Mann. Es ist so tödlich.
Wenn ich jetzt hier zu schnell drüber gefahren wäre, ich auch instant wieder down gegangen. Hier sind überall keine Öffnungen, aber wenn man langsam genug drüber fährt, bedacht, kann man die umkicken von dem her. Einfach mal Daumen drücken jetzt, ob wir durchkommen. Ist jetzt leider ein bisschen mehr Laberfolge als Action, aber gehört halt den Armor auch dazu. Kennt jeder von euch mit Sicherheit. Und dann sehen wir uns gleich. Okay, hier habe ich gerade schon Schüsse gehört. Das heißt, die Mission macht schon jemand. Die Frage, ob ich mich da einmische oder ob ich nur dann Reste looten gehe. Oder ob da nur einer nach Zombies sucht. So, hier sind wir jetzt. Eine Markierung wegmachen. Ich hätte jetzt gesagt, ich gehe mal hier hoch. Ja, dass wir einigermaßen auf dem Berg sind. So, die Sicht ist hier natürlich richtig schwierig. 130 Meter bis zur Mission. Ich sehe hier leider noch nichts. Hier ist keine Sicht drauf. Da ist der erste Zombie. Das kommt natürlich dann auch mal noch dazu, wenn man eine Mission startet. Und muss mit denen auch noch klarkommen. Oder die sind gar wegen jemand anderem gespawnt. Hier geht ein Weg nach unten. Oder der war wirklich wegen jemand anderem da und ist jetzt auf mich wieder aufmerksam geworden. Holy moly, da sind sie. Holy moly. Also die Missions sind hier echt schwierig. So, wenn man auf einem Chernobyl-Server irgendwie hingegangen ist, wusste man immer so ungefähr, was auf einen zugekommen ist. Aber hier ist jetzt... Also man sieht nicht durch. Die Bots sehen natürlich durch. Ich muss mal gucken, ob ich hier von den... Die schießen auf mich, okay. Denke ich zumindest, dass sie auf mich schießen. Ich versuche jetzt mal hier von den Gebäuden her ein bisschen arbeiten zu können. Oder haben die jetzt auf den Bot, auf den Zombie hinter mich geschossen? So. Hier hat man natürlich das Ausdauersystem noch mit immer dabei. Ist zwar realistisch, aber nervt ungemein in meinen Augen. Ich höre einen Hubschrauber. Dann machen wir mal die Tür hinter uns zu. Er muss nicht sehen, dass wir drin sind. So, was haben wir hier? Junk Metal. Wozu brauche ich das? Gibt es Geld? 200 Krypto. Also nicht Krypto. Pop-Debs, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Würde jetzt interessieren, ob der Hubschrauber hier landet für die Mission oder. Das sind welche. Ich könnte hier vielleicht hoch auf den Berg und von dort hoffentlich einen besseren Sicht haben. Könnte klappen. Man muss hier alles im Prinzip mit Autorun rennen, weil dann ist die Ausdauer greift dann nicht. Das hat wieder irgendein Bug, aber in dem Fall bin ich Gott froh darüber. Eieiei, laufe ich gerade plan durch die Gegend. So, die haben mich noch nicht entdeckt. Die hocken da ein bisschen in der Ecke. Das ist neben dem Weg. Gucken wir mal, wie viel. 300 Meter. Das bin ich ganz gut, wenn ich mit 300 genullt bin. Ich werde das Scope mal wechseln, das ich jetzt natürlich im Auto vergessen habe. Heute läuft es wieder gar nicht.
Dort hinten wäre eine gute Position. Aber jetzt mit meinem Short Range Scope dann doch nicht so eine gute Idee. So 300 Meter. Ein Hammer. Okay, jetzt schießen sie auf mich. Die dürften jetzt nicht so krass schießen, weil das ist die leichteste Stufe von NPCs. Glaube ich zumindest laut dem Mission-Schwierigkeitsgrad. Aber nichtsdestotrotz sind sie einfach nicht zu unterschätzen. Dann ist ja immer noch die Sache, andere Spieler können mich jetzt auch gehört haben. Und einen Schalldämpfer kann ich mir leider noch nicht leisten für die Waffe. So, jetzt sind wir bei 400 Meter, so kann ich gar nicht nullen. Ja, atme aus. Müsste ich. Ah ja, da muss ich erstmal ausatmen. Ghillie ist auch nicht optimal für den Hintergrund. Wow, wow, wow. Alter, die sind echt nicht freundlich. Hinlegen, schnell. Fuck. Ich werde das jetzt, glaube ich, mal fürs erste Video lassen. Bin gerade ein bisschen pisst, weil irgendwie alles gegen mich gespielt hat gerade. Gebt dem Video dort einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Server haltet. Beziehungsweise, ob ihr aus euch auch manchmal so geht und nichts klappt. Und jo, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.